Ihr wollt wissen, wofür die zwei hier sind? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Wir wollen diese leere Fläche anfangen zu befüllen. Denn ich war so frei und habe schon mal hier den Spaß einfach rübergezogen. Ich habe, wie versprochen, da vorne alles verdrahtet, verkabelt, bimmelbummelt und auch schon ein bisschen produzieren lassen, während ich hier oben gebaut habe. Und die Statoren liegen an. Die aus der Reihe kommen, gehen hier dran. Oder? Die aus der Reihe kommen, genau. Die aus der Reihe kommen, gehen da dran. Da hinten einmal so ein Ding von die da produzieren in die Richtung, werden halt hier reingeschmissen in den Teil. Und die von hier kommen, machen einfach hinten eine Wende und gehen hier hin. Ja, das kommt alles hier rein, geht weiter und kommt dann irgendwo da vorne, glaube ich, raus. Wo waren sie? Hab ich die denn jetzt an die? Wo müssten die überhaupt ran? Statoren waren... Ach, hier, genau. Statoren gehen direkt hier an die Kollegen für die Steuerstäbe. Brauchen wir noch die Highspeed-Anschlüsse. Aber als erstes würde ich gerne hingehen und Nummer 20 von den Kollegen hier aufbauen. Wir brauchen nämlich adaptive Steuereinheiten. Und adaptive Steuereinheiten, die müssen wir produzieren, damit wir hier alles reinkriegen. Ja? Die Kollegen hier für die Kollegen. So, und wie hatte ich das eigentlich angedacht? Die kommen... Habe ich die schon gebaut? Dann erzähle ich gerade vollkommen im Quatsch. Was machst du? Ihr habt die schon gebaut. Ich brauche die gar nicht mehr machen. Das war ja jetzt doof. Damit hat sich mein Gedanke, was ich hier tue, ja vollkommen erledigt. Brauche ich ja gar nicht machen. Ich könnte da vorne nur eine Säule ziehen. Wunderbar. Ich hätte schwören können. Okay, ich muss mal eben in meine Excel... Tabelle gehen. Ja, Moment. Okay. Ja. Dann machen wir heute Turbodraht. Turbodraht und gucken schon mal, dass wir die, wie heißen sie hier, Platinen herstellen. Was brauchen wir denn dafür? Quatsch. Wir brauchen 69. 69 Assembler. (69 × 3) (23 × 2). Das heißt, von der einen Seite machen wir 11,5. Also machen wir 12, von der anderen Seite 11. Das heißt, wir machen... Davon machen wir 12. Und hiervon machen wir 11. Lass ich gleich noch gucken, wie ich das genau aufteile. Aber passt schon. Und wir brauchen einen davon. Plus zwei davon. So. Damit hätten wir den Spaß dann nämlich zusammen, den wir da oben hinstellen müssen. Dann habe ich wenigstens schon mal alles in der Liste. Was mir aber fehlt, glaube ich, fehlt mir eigentlich. Ne, das passt schon.
Musik fehlt mir. So. Okay. Liegen wir mal da hin. Jetzt ist die Frage, wo packe ich das am besten hin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir schon mal. 1, 2, 3. Haben wir damit auch schon mal. Das ist gut. Ja, packen wir nochmal 2 dazu. Passt schon. Und jede Menge von dem Zeug. Ist das noch? Nein, das habe ich schon wieder. Ich hatte mich voll gemacht mit. Der Satz ist ungünstig. Ich hatte mich voll gemacht. Ja, ich habe ein kleines Upsi. Sehr schön. Ich hatte mich voll gemacht mit Beton, wie man da oben sieht, um da oben den Spaß zu bauen. Da kann man immer mal 2 so rein mitnehmen. Ich hatte mich voll gemacht, genau. Ist auch immer wieder gut, um ein YouTube-Video anzufangen. Ich hatte mich voll gemacht. ich habe mehr Spaß, als ich haben sollte. Gut. Wo sind wir? Genau. Wo machen wir jetzt am besten, auf welche Höhe machen wir das am besten? Ich glaube, ich fange in dem Fall auf der Seite an. Weil wir brauchen für den ganzen Spaß nämlich Plastik, was wir da hinten in der Ecke haben, noch eine Etage tiefer. Wir brauchen Caterium, was wir da hinten in der Ecke haben, eine Etage tiefer. Wir brauchen, beziehungsweise hier in der Ecke haben, eine Etage tiefer. Und wir brauchen Kupfer, was wir auch ungefähr da in der Ecke haben, eine Etage tiefer. Deswegen würde ich sagen, wir gehen auf die Seite damit. Dann ist nur die Frage, wie fange ich am besten an? Mal eben gucken. Wir brauchen 19 durch 3 ist 6,33. Okay. Das heißt, wir müssen die 6 Stück, also 3 von jeder Sorte hinstellen. Das machen wir doch mal. Wir lassen den Spaß. Hätte ich vielleicht lieber 12 nehmen sollen von beiden. Ich meine, was ich dabei habe, ist vollkommen okay. Das reicht aus. Da ist der Eingang. Ich möchte das Zeug nach hier vorne leiten. Ich würde sie jetzt einfach quer bauen. So, hier. Ups. Fallen runter, das ist ungünstig. Dann sieht man nämlich nicht so viel. Ich gehe mal hier hoch. So, das wäre direkt an der Kante, das wollen wir schon mal nicht. Das wäre auch, also das wäre schon mal besser. Jetzt hätten wir 2 auf der Seite frei. Ich möchte gerne 2 frei haben. Sieht das gut aus? Das sieht gut aus, der Strich da unten geht da lang. Der ist perfekt. So. Habe ich gesagt, ich möchte davon bitte komm her. So will ich sagen, genau. Ups, springe ich denn hin? Uiuiui. Also mit dem Ding vorm Gesicht hier, wird das... Ist das echt, ganz mal anstrengend. Danke. So nicht, so nicht. So. Okay, wir haben 3 Stück. Okay, ich habe den neuesten Patch drin und es ist trotzdem immer noch ruckelig wie sonst was. Uiuiuiui. Bauplan. Davon 3. So, die wollen wir jetzt so rum haben.
irgendwie hier hoch. Ja. Jetzt müssen wir einmal gucken. Das war ein bisschen sehr drüber. Ne? Wir stellen uns mal hier vor. Das sieht gut aus. So, und du musst definitiv dahin. Dann sollte das hier von der Länge her passen und ungefähr gleich aussehen. Jo. Da ist einer von dem Strich entfernt. Da auch. Perfekt. Uiuiui. Ups. Sag mal. Okay, du bist definitiv daneben. Genau wie du. So, mal wenigstens die Höhe schon mal. Also, ja. Also die beiden Baupläne hier zusammenzufummeln ist echt anstrengend. So, jetzt noch einen weiter. Dann passt's. Wo bin ich jetzt nämlich? In der Mitte. Okay. Weg damit. Bauplan, wieder einen drauf. So. Okay. Wir haben es gleich. Schwören können, dass ich gesagt habe, das passt. Was passt denn nicht? Okay. So. Sag mal, bin ich eigentlich nur blöd? Da waren doch gerade zwei Striche. Das war doch nicht so schwer, oder? Kind of. Nee, A geht nur, wenn blau. A. Das geht nicht, das passt. So. Enter ist eine schlechte Idee, das funktioniert. So, jetzt meine Güte. Na, guck mal, haben wir uns ja überhaupt nicht so viel vorgenommen. Uiuiui. Wir machen das Spiel wieder weiter so, dass wir anschließen, wenn ohne euch, weil jetzt einfach nur hier überall Händchen ziehen, ist halt, ne, könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen. So viel Vorstellungskraft habt ihr. Noch die erste Runde hier, aber das war es dann auch. Einfach, bin ich denn dahin gesprungen? Das war schlecht. Das war ganz blöd. Boden hin. Da. So. Darüber. Darüber. Was ich noch mache, ist der Kollege. Dann haben wir wenigstens das auf jeden Fall schon mal dran. So. Das ist Caterium. Wie viel Caterium stellen wir eigentlich her? Z.
war 126 gerade mal. Das heißt, wir können das schön einfach durchlaufen lassen. Weil, jetzt machen wir nämlich direkt das nächste. Das heißt, Katerium hätte ich gerne hier oben. Also kommt hier unten Kupfer dran. Logistik. Da kommt Kupfer dran und geht dort rein. Es wäre clever gewesen, das Zeug in die Richtung laufen zu lassen, weil dann hätten wir das auch direkt zu den... Nee, egal. Reden wir jetzt nicht drüber. Okay, das haben wir. Dann schnappen wir uns den Bauplan. Den nächsten. Hätte ich nicht hier von einem reingesetzt? Nein, hatte ich nicht. Aber das macht nichts. Holen wir es eben so. Gott sei Dank nicht so weit weg gerade. In dem Fall, wie gehen wir denn vor? Also das Sinnvollste hier wäre ja, den hier hinzupacken. Zwar auch mittig. Würde das reichen, um oben dran zu kommen? Komm von da rein. Jo. Das sollte reichen. Das machen wir aber nicht so. Wir setzen uns wenigstens hier einen vor. Sagen, du kommst von dort. Ist das gerade überhaupt richtig? Das hier ist mein Eingang, da ist mein Ausgang. Die Fusionatoren gehen natürlich in die Richtung. Also das ist gerade ein größeres Problem als das da. Ja, du gehst da rein. Dann kann das schön durchlaufen. Erst hier vorne bauen. Macht aber nichts. Jetzt haben wir den Punkt hier. Hier müssen noch zwei vor. Einmal auf der Seite umdrehen. Einmal auf der Seite. Dann entsprechend ein Splitter. Bitte in die Richtung. Okay. Das hätten wir. Das Zeug geht hier rein. Wird dann verarbeitet und geht weiter. Hier kommt jetzt ein Merger hin. Moment, in welche Richtung geht das Zeug jetzt raus? Das würde doch bedeuten, es geht in die Richtung. Ist doch richtig. Was erzähle ich denn da? Ich habe die doch alle in eine Richtung gebaut. Alles toll. Schwören können, das ging gerade in die andere Richtung. Ich hätte da... So.
Schauen wir mal. Müsst ihr jetzt was? Also. So. Also manchmal ist es vom Draufgucken her auch wirklich anstrengend, dieses Spiel, ne? So, jetzt machen wir. Viel Spaß. Was geht denn da überhaupt raus insgesamt? Oh, da muss ich aufpassen. 1660 kommen aus denen raus. Das heißt, ich muss sowieso zwischendrin reingehen. Und hier kommt, oder? Da kommen 1660 raus, da kommen 440 raus. Hey. Das heißt, wir haben 2100? 40, ja, 2100. Das sind ja fast drei Bänder. Okay. Wie machen wir das am besten? Ich glaube, die beste Lösung ist, ich füttere je Seite das so lange. Macht das auch stumpf so schräg, weil das, ich glaube, das sieht hier vernünftig aus. Weil es halt. Oh, Ruckel. Ein bisschen symmetrischer ist. So. Wenn ich jetzt hier Turbodraht reinmache, gehen 60 pro Minute raus. Und das gruppieren wir, das sind auch nur. Oh, da müssen wir aufpassen, das sind 7,33. Nehmen jetzt 8 hier. So. Hier. Die letzten beiden da, die werden wir gleich umändern. Der spaßt nämlich wieder los mit dem. Wie viel muss ich denn da machen? Ah, das können wir ausrechnen. Das ist eine gute Idee. Wir machen das gar nicht. Wir brauchen 440. Hm? 440. So. Das bedeutet, jede Seite müsste 220 produzieren, richtig? So, wir haben 3 mal 60, sind 180. Das heißt, der letzte hier müsste auf 40 gehen. Richtig? Dann haben wir 220. Und der hier müsste dementsprechend auch auf 40 gehen. Bam. So, das hätten wir. Jetzt müssen wir den Spaß noch anschließen. Als erstes mal Strom, Mast, dahin und dahin. So, dich haben wir. Ich glaube, die anderen 50 werden ein bisschen knapp hier. Na, macht nichts. Ah, verdammt, das war die Nummer. Raus. Aber in dem Fall können wir das ruhig so lassen. Machen wir anders. So. Schön hier zwischen den Maschinen hängen. Ich will doch nur raus. Danke. Dahin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und whatever the rest ist hier. Sehr gut. Haben wir das drin. Jetzt machen wir den Spaß wieder hier. Und zwar setzen wir uns. Manchmal bin ich ein bisschen blöde. Da. Den setzen wir uns jetzt
Bums. Dorthin. Und du schließt bitte den an. Den an. Und diesen. Dann haben wir hier 6 dran. Und das geht rüber. An diesen Kollegen. Dann holen wir uns von da aus auch noch. Sag mal. Danke. Holen wir uns 1, 2. Hierhin. Dahin. Die brauchen gleich alle nur noch ein Rezept. Und dahin. So. Und von da aus kommst du bitte dorthin. Und wir machen dich dran. So. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ich glaube nicht, aber mein Ventilator, den ich gerade im Rücken habe, der ist auf Oszillieren eingestellt, also der dreht sich hin und her. Und jedes Mal, wenn er die eine Ecke erreicht, macht er. Er hat es so schwer. Den ganzen Tag muss er hin und her und hin und her und kommt nirgends an. Die Probleme hätte ich gerne. So, hier kommt Turbodraht hin. Okay. Dahin. 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 Und dann müssen wir gleich einmal rechnen und stellen die ein. Und dann machen wir auch für heute Schluss und wir machen den anderen Spaß, den ich mir eigentlich für heute vorgenommen habe, beim nächsten Mal. Denken dann nochmal darüber nach, ob es eine gute Idee war, das Zeug in diese Richtung zu leiten, anstatt in die Richtung, wo ich es wieder benutze. Aber dann wäre das Einleiten blöd gewesen. Aber macht ja nichts. So, wir sind an dem Punkt, wo wir sagen können, hier kommen 90 pro Minute raus. Wir brauchen 1600, was habe ich gesagt? 1660. Also machen wir mal. 1660 durch 90 sind, ja, hinten 4,4. Ne? 18,44. Habe ich überhaupt genug hingestellt? Moment. Das sind 9. Das sind 18. Also, sind auch 9, aber ihr müsst ja eigentlich noch 2 dazu packen. Aber die fehlen ja jetzt da vorne. Vom Platz her. Manchmal, aber nur manchmal. Hier vor möchte ich die nicht setzen, weil dann habe ich da keinen Platz mehr. Weil wenn ich hier so ein Ding nehme, das ist... ist da nur noch so ein bisschen. Wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit... Ich nehme mir stumpf. Ein Feld frei. Hier hinter. Und setze die hier hin. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt sogar. Dafür nehme ich aber einen Bauplan. Mit Gedönse. Pack den so, dass er in die Richtung alles rausschiebt. Dann müsste das so passen. Und so müsste das sein, oder? Jo. Dann habe ich hier einen frei. Das passt.
Also wir machen das jetzt, wir machen das jetzt richtig wild. Wir setzen den hier hin. Setzen die an, ne, rechnen aber schon mal einen wieder drauf. Rechnen hier vorher einen drauf. Setzen den auf die andere Seite. So muss das sein. Ich mach mal. Ja. Also das passt schon mal gar nicht. Das passt. Zeigt er mir sogar an, dass es passt. Und das passt. Klick. So. Dann haben wir den. Den schließen wir jetzt auch vernünftig an. Nein. Nein. Ja. So. Du bist dran. Du kannst weg. Du und du kannst weg. Ihr zwei könnt weg. Da unten das Band kann weg. Der kann weg. Du kannst weg. Der anderen Seite bleibt jetzt natürlich was über. Nein, du kannst nicht weg. Du kannst weg und du kannst weg. Und ich weiß, dass man das filtern kann. Also, ne, ich kann hier sagen, ich möchte gerne da. Upp, upp, upp. Oh, Bänder weg. Auf der Seite. Guck mal, schön. Bänder weg. Jetzt nochmal darauf filtern. Das hätte ich auch in einem Zug machen können. So, alles weg. Jetzt. Das ist so ziemlich die bescheuertste Variante, die ich dafür wählen konnte. Jetzt geht das Ganze ungefähr. Was hat man gesagt? Ah, ungefähr dahin. Einfach nur, damit es halbwegs identisch aussieht. Der Abstand stimmt halt nicht so ganz. Hier machen wir. Es tut mir leid, der ist. Ich muss da ein bisschen drüber lachen, weil der ist halt absolut schwachsinnig. Aber es funktioniert am Ende. Es wäre eigentlich cool gewesen, hätte ich das in der Mitte verkackt. Also wirklich richtig zu wenig, weil dann hätte das sogar noch halbwegs vernünftig ausgesehen. So, rein. Hier kommt Kupfer rein. Da geht Kupfer raus. Da drüben hin. Das Zeug kommt. Moment, das müssen wir. Ach nee, dann machen wir einfach. Hier kommt Katerium rein. Geht da hoch. Geht da rein. Wird hier verteilt, geht weiter in die Dinger. Um dann da hinten wieder hochzugehen. So, und damit wir es ganz bescheuert machen, werden die beiden hier jetzt auch noch auf absolut winzige Zahlen gesetzt, vermute ich mal. Weil, was haben wir denn? Wann kriegen wir die 40 weg, wenn ich hier auf 0 gehe? Nein. Okay, uns fehlen 40. Das heißt, du produzierst jetzt nur 20. Und du produzierst 20. Dann sind wir bei unseren 0,44, also 44,444%. Ich werde hier produziert, dann geht es da weiter. Jetzt kommen noch hier die wunderbaren Verschränkungen. Ja, wir bauen eine Baustelle. Auf der Autobahn. Wunderbar. Es ist sinnlos ohne Ende. Oh Mann. Und ich habe dabei noch überzogen. Ehrlich. Ich habe gerade mehr Spaß, als ich haben sollte. Ja. Ich mache das noch fertig. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen. Tschüss.